Hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch wie immer ganz herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben. So, hier gibt es natürlich noch ein paar mehr Söldner, mit denen wir reden können, von daher, wie wär's denn mal mit Cypher? Wie sieht's aus? Hey, kenne ich dich nicht irgendwoher? Kann schon sein. Ich habe damals in der Kolonie mit Sumpfkraut gehandelt. Weißt du noch? Ja, ich erinnere mich wirklich noch. Das Problem ist, es ist gerade ein bisschen doof, weil ich dich nicht sehen kann. Und das ist bei Gesprächen ein bisschen langweilig, finde ich. So, so ist doch vielleicht viel besser. Und womit handelst du jetzt? Ach, frag nicht. Ich hatte ein ganzes Paket Sumpfkraut aus der Minenkolonie mitgebracht. Viele von den Söldnern rauchen gerne mal einen. Ich habe eine hübsche Stange Geld nebenbei verdient. Aber irgendein Mistkerl hat mir das ganze Kraut aus meiner Truhe gestohlen. Bin mir ziemlich sicher, dass es dieser Bodo war. Er hat sein Bett im selben Raum wie ich und er grinst mich immer so dämlich an. Ein Beweis ist das nun wirklich nicht, aber naja, wie wirst du das dann klären? Was willst du jetzt mit dem Dieb machen? Irgendwann werde ich ihn dabei erwischen, wie er mein Kraut wegraucht. Und dann werde ich mir ein ruhiges Örtchen suchen und ihn mir mal zur Brust nehmen. Wenn ich ihn hier mitten auf dem Platz umhaue, kriegen es die anderen Bauern mit. Und ich kann mich dumm und dämlich bezahlen. Warum das? Ganz einfach, wir dürfen uns nicht an den Bauern vergreifen, sonst knöpft uns Lee ein fettes Strafgeld ab. Ona will das so. Und je mehr Zeugen es gibt, desto mehr Wind wird gemacht. Das macht die Sache teurer. Also werde ich die Sache schön unauffällig abziehen. Ist es nicht ironisch, dass während wir mit ihm reden, wir im Hintergrund die ganze Zeit einen Söldner am Rumrauchen sehen? Vielleicht sollten wir den wirklich mal auf den Grund gehen. Ich will mich Lees Leuten anschließen. Lees Leute? Wenn Lee so weitermacht, sind das bald nicht mehr seine Leute. Wieso? Lee war immer schon ein ruhiger Vertreter. Das war schon damals in der Kolonie so. Aber in letzter Zeit übertreibt er's. Er will, dass wir hier sitzen und einfach abwarten, bis die Paladiner ausgehungert sind. Silvio ist der Meinung, wir sollten mal ein bisschen auf den kleinen Höfen und vor der Stadt aufräumen. Ich glaube, das wäre mal eine gelungene Abwechslung. Zurzeit drehen die meisten von uns hier nur Däumchen. Willst du dich uns trotzdem anschließen? Ja, natürlich, aber ich finde schon, dass das irgendwie... Da trifft es doch total die falschen Leute, wenn ihr die ganzen kleinen Bauern platt macht. Damit, klar, im Endeffekt trefft ihr damit die Paladiner, aber ich finde die Methode nicht geil. Ich will auf jeden Fall bei euch mitmachen. Du weißt bestimmt schon, dass über jeden Neuen abgestimmt wird. Worauf willst du hinaus? Naja, ich hatte lange nichts mehr zu rauchen. Bring mir ein paar Stängel Sumpfkraut und meine Stimme gehört dir. Du kannst bestimmt irgendwo was auftreiben. Na gut. Zeig mir deine Ware. Ich habe zurzeit kein Sumpfkraut. Willst du was anderes? Kommt drauf an, was du hast. Ja, du hast ein paar Pfeile, das ist eigentlich ganz nett. Aber momentan sind wir bei 113, ich glaube, das sollte erstmal reichen. Und ne, der Rest ist wirklich für den Arsch. Den kannst du behalten, den Kram. Gut, für dich brauche ich also Sumpfkraut. Jeder hat hier Sonderwünsche. Aber dieser Kerl hinten ist ganz einfach rauchen. Das ist doch irgendwie dezent auffällig. Dar. Was rauchst du da? Willst du mal ziehen? Klar. Klar. Nicht schlecht, was? Wo hast du das Zeug her? Ich hab so meine Quellen. Du hast so deine Quellen, ah ja, du alter Stoner, du. Ich will mich den Söldnern anschließen. Hast du was dagegen? Mir egal. Dir egal. Okay, Gott. Wenn das nicht der Klischee-Stoner ist, dann weiß ich auch nicht. Cypher hat mir erzählt, ihm wäre ein Paket Sumpfkraut gestohlen worden. Hast du was damit zu tun? Nein. Ah ja, das war ja wirklich sehr überzeugend. Wo ist das Paket? Was weiß ich? Was weiß ich? Okay. Übrigens speichere ich mal, weil ich glaube, das soll manchmal helfen, um die Musik wiederherzustellen. Irgendwie derzeit nicht. Mist. Naja, egal. Hey. Cypher? Ich glaube, ich weiß es. Ich weiß, wer dein Kraut gestohlen hat. Wer? War es dieser Bodo? Nein.
Es war einer von den Söldnern. Dar. Dieser Dreckskerl. Wo ist er? Du kannst dir den Weg sparen. Er hat das Paket nicht mehr. Er hat es in Korenis verkauft. Wo ist er? Hinterm Küchenhaus, an der Ecke. Ich mach ihn platt! Wow, okay. Cypher ist ziemlich wütend. Aber witzig, dass mein Charakter weiß, dass er das Paket nicht mehr hat. Interessant. Na, mal gucken, wie dieser Kampf ausgeht. Wow. Dar, mach ihn ja fertig. Cypher, mach ja da fertig, meine ich. Ja, geht doch. Stängel Sumpfkraut, perfekt. Und noch ein bisschen Geld und einen Bogen. Du arme Wurst, hast ja nicht mal Gold dabei. Arme Wurst, hä? So, Cypher, geht's dir besser? Mal. Ich hoffe doch. Du hast es da wohl ziemlich gezeigt. Fühlst du dich jetzt besser? Ja, yeah, das tat gut. Ich schätze, ihm ist nicht so. Mal werden wir ja was sehen. Geht der kleine Penner auch an meine Truhe? Ja, gute Frage. Tja. Kameradenschwein! Du hast Cypher erzählt, dass ich sein Kraut genommen habe. Ich werde den Teufel tun, für dich zu stimmen. Es interessiert mich ja auch so dermaßen. Ich prügel es aus dir raus. Entspann dich. Ich bin viel zu dicht, um mich mit dir zu prügeln. Hier, nimm erst mal einen tiefen Zug. Wo? Was war ich? Leider kann ich ihn jetzt nicht einfach verprügeln, schade. Ich habe gehofft, dass ich ihn jetzt, wo er gerade so geschwächt ist, auch noch zum Duell herausfordern kann oder so, aber leider geht das nicht. Schade, schade. Naja, man kann auch nicht alles haben, ne? Manchmal ist das Leben halt so. So, Bennett, hey, du bist ein Schmied. Ich verkaufe keine Waffen. Das macht Khaled. Er ist bei Ona im Haus. Okay, du wirkst sehr beschäftigt. Was für Waffen stellst du her? Zurzeit größtenteils einfache Schwerter. Aber wenn ich magisches Erz hätte, könnte ich Waffen schmieden, die besser sind als alle vergleichbaren Waffen aus normalem Stahl. Du weißt nicht zufällig, wo man hier in der Gegend welches findet. Außer im Minental, meine ich. Nein. Natürlich nicht. Gute Frage. Zu wem gehört er denn hier? Das ist so ein Mittelding, ne? Gehörst du zu den Bauern oder zu den Söldnern? Du willst mich doch verarschen, oder nicht? Ich war nur neugierig. Schon mal einen Bauern gesehen, der Waffenschmied ist? Nein. Was fragst du dann so dämlich? Ist ja gut, mein Freund, ist ja gut. Okay, aber er ist eigentlich ganz witzig. Ich will mich den Söldnern anschließen. Dann quatsch nicht, sondern geh zu Torloff und lass dich auf die Probe stellen. Okay, okay, alles gut. Kannst du mir beibringen, ein Schwert zu schmieden? Klar, das kostet aber eine Kleinigkeit. Sagen wir 30 Goldstücke. 30 Goldstücke? Das ist ziemlich wenig dafür, dass man mit geschmiedeten Waffen eigentlich ziemlich gut Geld machen kann. Gerade wenn man an eine ganze gute Portion Rohstahl rankommt. Wäre eigentlich ein Deal. Seltsam. Ich kann's mir überlegen. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Ich überleg's mir mal. Ja, bring mir bei, wie man magische Erzwaffen schmiedet, genau. Bestimmt regt er sich auf. Bring mir bei, wie man magische Erzwaffen schmiedet. Nicht, du hast das nicht gewusst. Du kennst dich doch nicht mal mit den Grundlagen aus. Lerne erst mal ein ordentliches Schwert zu schmieden. Dann sehen wir weiter. Das ist eine schlimme Sache. Ich habe da meine eigene Meinung. Gut, okay. Wie sieht's mit dem Zubehör zum Schmieden aus? Was brauchst du? Er verkauft Rohstahl. Das kostet bloß 10, aber ich krieg dafür deutlich mehr. Ach nee, ich krieg ja bloß mehr, wenn ich bei Harad in der Lehre wäre. Natürlich. Ah, klar, das habe ich natürlich gerade völlig vergessen. Von daher, nee, vergesst meinen Hinweis von vorhin. Wenn man bei Harad in die Lehre geht, kann man das wunderbar lernen und wirklich eine Menge Reibach damit machen. Aber mit den Fällen macht man auch schon eine Menge Geld. Von daher, alles gut, Leute. Alles gut. Okay. Gut, dass ich mir das Geld gespart habe. Ich will die Musik wieder haben, verdammt nochmal. Und hier sollte ich aufpassen, wo ich mich hinbewege. Da hinten sind Bulko und Silvio, die lasse ich mal schön in Ruhe. Und da hinten mit der Tierklar auch noch nicht reden, wenn ich mich recht entsinne. Da muss ich nochmal nachgucken. Das mache ich nach der Folge, ja. Ich erkläre euch dann, was ich damit meine. Jarvis, hey! Hey, dein Gesicht kommt mir irgendwie bekannt vor. Kann schon sein, ich war auch in der Kolonie. Richtig, was willst du? Tja, ich will Söldner werden. Ich will Söldner werden. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Wo ist das Problem? Na, ich muss entweder für oder gegen dich stimmen.
Und bei der Lage, in der wir zurzeit stecken, werde ich dir meine Stimme nur geben, wenn ich sicher sein kann, dass du auf Lees Seite stehst. Okay, und wie soll ich das beweisen? Wie ist die Lage? Ach, wir haben zurzeit ziemlichen Ärger. Es bilden sich gerade zwei Fronten unter den Söldnern. Silvio und seine Leute zweifeln daran, dass Lee den richtigen Plan verfolgt. Wie kam es dazu? Wie kam es zu den zwei Fronten? Der größte Teil von uns ist mit Lee damals aus der Kolonie gekommen. Aber einige der Söldner sind auch später zu uns gestoßen. Sie kamen nicht aus der Kolonie, sondern haben weiter südlich gegen die Orks gekämpft. Sie haben irgendwie davon Wind gekriegt, dass hier Leute gebraucht werden. Ihr Anführer war Silvio. Er hat sich zwar damit einverstanden erklärt, dass Lee hier das Kommando hat, aber jetzt versucht er, die Söldner gegen ihn und seinen Plan aufzuwiegeln. Viele von Lees Leuten glauben nicht, dass das ein großes Problem ist, aber ich kenne die Typen wie Silvio. Er wird bis zum Äußersten gehen, um seine Vorstellungen umzusetzen. Das klingt irgendwie beunruhigend. Was soll ich denn tun? Ja, also was Lees und Silvios Pläne sind, wissen wir ja schon. Was soll ich denn machen? Was soll ich machen? Ganz einfach. Hau ein paar von Silvios Jungs um. Damit machst du beiden Seiten klar, zu wem du stehst. Und wenn du dich an die Duellregeln hältst, bringt dir das sogar noch den Respekt der anderen ein. Okay, wen sollte ich denn umhauen, hä? Wie viele von Silvios Männern soll ich denn besiegen? Wenn du drei von ihnen zu Boden schickst, hast du unter Beweis gestellt, auf welcher Seite du stehst. Wen du dir aussuchst, ist deine Sache. Nur ein kleiner Tipp. Es geht nicht darum, deinen Mut zu beweisen. Leg dich nicht mit Silvio selbst an. Der macht Hundefutter aus dir. Ja, den Tipp soll ich mir wirklich merken. Welche der Söldner gehören denn dazu? Welche der Söldner gehören zu Silvio? Es sind sechs Männer. Zum einen Silvio selbst und seine rechte Hand Bulko. Dann sind da Rott, Sentenza, Fester und Raul. Der Rest der Leute ist entweder neutral oder auf Lees Seite. Okay. Schwer zu sagen. Ja. Nee, sorry Leute, ich war gerade kurz ein bisschen abgelenkt. Wie viele sind das denn noch? Wie viele von Silvios Männern stehen noch auf meiner Liste? Rott sieht nicht mehr ganz so gut aus. Fester hat versucht, mich zu verarschen. Das war sein Fehler. Gut, weiter so. Ich erwarte, dass du es mindestens drei von ihnen ordentlich zeigst. Alles klar, okay. Die Duellregeln brauche ich jetzt nicht nochmal von ihm erfragen. Und ich kann ja mal gucken. Hat sich das jemals ändert? Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Vielleicht, wenn ich ins Haus gehe, kommt dann die Musik zurück? Wer stellt sich das immer so ein? Das war noch schon vorher. Eine andere Möglichkeit wäre, einfach schlafen zu gehen. Meinst du, mir geht es besser? Da muss man auch mal zu. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Das war genauso. Das war noch schon vorher klar. Ich glaube aber, die wirken nicht sonderlich erfreut. Oh, verdammt, was? Ich kann es einfach mal probieren. Tja. Hat funktioniert. Und? Kommt die Musik wieder? Irgendwie immer noch nicht. Das ist seltsam. Vor allem direkt bevor ich die Aufnahme begonnen hatte, liegt das noch. Alles ein bisschen komisch. Strange, strange, strange. Nervig sowas. Ich könnte testen, das Spiel zu laden. Vielleicht klappt das. Und? Ich hab was anderes gehört. Das ist ja total seltsam. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr, Leute. Ich bin verwirrt. So, Wolf. Ja. Cypher. Habe ich eigentlich schon genug Sumpfkraut? Wegen des Sumpfkraut. Hier hast du ein paar Stängel. Ach, du bist mein Mann. Meine Stimme gehört dir. Na also, perfekt. Und dann gab es ja noch so einen Typi, den wir ansprechen sollten. Korf, genau. Und das ist der gute, feine Herr hier draußen. Genau. Hallo, Kort. Na? Wenn du ein Problem mit den Wölfen oder Feldräubern hast, dann frag einen der jüngeren Söldner. Zu mir kannst du kommen, wenn hier die Paladine anrücken. Was?
Jedes Mal, wenn einer von euch Bauern zu mir kommt, geht's darum, harmlose Tiere abzumetzeln. Ich bin keiner der Bauern. Ach, was willst du dann? Naja, ich will Söldner werden, was ganz Neues. Ich will Söldner werden. Du siehst mir eher wie ein Kandidat für die Feldarbeit aus, Junge. Kannst du denn mit einer Waffe umgehen? Wie sieht's mit Einhandwaffen aus? Damit bin ich schon ganz gut. Und wie steht's mit Zweihändern? Ich werde bestimmt besser. Du bist jedenfalls kein blutiger Anfänger mehr. Gut, ich werde für dich stimmen. Was dir noch an Wissen fehlt, kannst du von mir lernen. Okay. Mit dem Ring des Wassers sollte ich ihn immer noch nicht sofort ansprechen. Ich sollte ihn vielleicht erstmal diesen Ring dazu anziehen. Vielleicht reagiert er dann anders. Ich habe gehört, dass du dem Ring des Wassers angehörst. Welcher Dreckskerl konnte denn da schon wieder seine Schnauze nicht halten? Lee erzählte mir davon. Sieht so aus, als ob ich mich jetzt mit dir herumschlagen müsste, was? Also gut, was brauchst du? Und pass bloß auf, was du jetzt sagst. Wenn mir nicht gefällt, was ich von dir zu hören kriege, dann zieh ich dir das Fell über die Ohren. Ganz ruhig, Cord, ganz ruhig. Deine Waffe, deine Rüstung, ich glaube, dann zieht er mir das Fell über die Ohren. Eigentlich brauche ich gar nichts. Ich brauche eigentlich gar nichts. Ich komme schon alleine klar. Na gut, wie du willst. Du hattest deine Chance. Und wehe dir, wenn mir zu Ohren kommt, dass du die Klappe nicht halten kannst. Und das sage ich nur einmal. Klar? Na gut. Ja, ganz ruhig, mein Freund. Also, bring mir bei, wie man kämpft. Ich kann dich im Umgang mit Einhand. Einhand und Zweihand. Nee, Einhand nur, alles klar. Aber dafür ziemlich gut. Dann kann er mir noch ein bisschen was dazu erklären, was die Vorteile sind der einzelnen verschiedenen Waffengattungen. Aber naja, das ist ziemlich selbsterklärend. Mit zwei Händen ist man etwas langsamer, dafür stärker und so weiter und so fort. Eigentlich immer dasselbe. Jetzt kommt die Musik wieder. Na, endlich. Wenn das nicht Zeit wurde. Hey, Pepe! Alles klar, du? Was machst du hier? Schafe hüten. Und wenn es geht, allem Ärger aus dem Weg gehen. Gelingt dir nicht immer was? Nee, vor allem nicht bei den Söldnern. Da bin ich eigentlich froh, draußen auf der Weide zu sein. Obwohl das auch sehr gefährlich sein kann. Ein Schaf, ja, wir brauchen ja ein Schaf, um immer ins Kloster zu kommen. Aber erstmal reden wir die anderen Sachen an. Das Schaf kostet nämlich auch ein bisschen was. Was ist denn auf der Weide so gefährlich? Hier in der Gegend treibt sich ein kleines Rudel von Wölfen herum. In letzter Zeit sind die Mistviecher fast täglich gekommen und haben eins meiner Schafe gefressen. Vor ein paar Tagen hatte ich fast doppelt so viele Schafe. Ich mag gar nicht daran denken, was Una mit mir macht, wenn er es erfährt. Ich könnte die Wölfe für dich töten. Aber warum hast du es den anderen nicht gesagt? Warum hast du das mit den Wölfen nicht den Söldnern gesagt? Ich dachte, die arbeiten für euch. Ja, ich weiß. Das hätte ich tun sollen. Habe ich aber nicht gemacht, verdammt nochmal. Und jetzt, wo schon so viele Schafe weg sind, habe ich Angst, es überhaupt noch jemandem zu erzählen. Mir hast du es doch gerade erzählt. Das bereue ich auch jetzt schon. Ja, ich glaube auch. Ich merke schon. Ich kann sie ja für dich töten. Was, wenn ich die Wölfe töte? Du allein? Das glaube ich nicht. Das würde ich noch eher meinem Leithammel zutrauen. Dann eben nicht. War nur so ein Vorschlag. Ich werde mal zu den Jungs rübergehen und sehen, was die dazu sagen. Warte doch mal. Okay. Du bist der Größte und du wirst es mit 100 Wölfen gleichzeitig aufnehmen können. Kein Problem. Sie lauern meistens zwischen den Bäumen in der Nähe der Weide. Ich glaube, es waren nur 4. Du glaubst, es waren also nur 4. So. Ich glaube, durch diese Gesprächsmöglichkeit spawnen diese Wölfe erst, aber ich bin auch nicht mehr ganz sicher. So oder so sind da jetzt einige Wölfe unterwegs und die sollten uns doch mal eben klar Schiff machen, aber... Hinten ist so eine typische Ecke, die schon danach schreit, dass hier auch Sachen rumliegen. Ach, und ich sollte mich auf dem Hof nochmal umgucken, ob irgendwer eine Schaufel hat, weil ich frage mich immer noch, habe ich die Schaufel damals echt irgendwie aus Versehen verkauft? Bin ich echt so doof gewesen? Oh Mann. Das ist echt ein bisschen peinlich. So, Buddlerfleisch, Dunkelpilz. Und das sind natürlich einige Wölfe. Das sind ein paar und im Rudel sind die nicht ungefährlich. Von daher sollte man hier schon ein bisschen aufpassen. Ah, es sind junge Wölfe, ach. Das geht ja. Jetzt muss ich nur noch treffen. Ja. Ach komm schon, Alex. Ja, jetzt kommt der Rest.
sind wirklich nur 4. Und keiner konnte mich erreichen. So läuft das. Das Ding ist, selbst die jungen Wölfe, auch wenn sie weniger Erfahrung bringen und deutlich weniger Leben haben, trotzdem kann man exakt dasselbe von denen looten. Von daher lohnenswert. Und sie brauchen jeweils nur einen Pfeil. Wenn man sie treffen würde, natürlich vorausgesetzt, aber naja. Spitzhacke! Ach, ich brauche doch keine Schaufel, oder? Doch, nee. Spitzhacke reicht leider, glaube ich, nicht, oder? Oder komme ich jetzt total durcheinander? Ich weiß es echt nicht mehr. Naja, auch egal. Übrigens bin ich ab jetzt ja über 34 Stärke. Ab jetzt kann ich eigentlich auch beruhigt meine Äpfel essen. Auch wenn ich sie momentan jetzt noch nicht brauche, aber ich wollte nur mal so gesagt haben, weil ab jetzt kann ich die Boni für Stärke alle nutzen, wie ich will. Obwohl, nein, sollte ich noch gar nicht. Nein, erst zu Ende trainieren, natürlich. Bin ich doof? Ah, Alex, mach nichts Falsches. Okay, was haben wir hier drin? 20 Gold, naja. Besser als nichts. Und ich sehe gerade mal auf die Uhr, die Folge ist ja schon wieder rum. Von daher werden wir uns weiter hier in der Gegend umschauen beim nächsten Mal. Mein Name ist Alex, bis dann.